Ja, schön hier zu sein. Wir sind letztes Jahr das erste Mal bei der Tools for Agile gewesen und freuen uns, in diesem Jahr mal wieder dabei sein zu dürfen mit einem neuen Thema Learning with Agile. Und ich werde vielleicht kurz die Manuela vorstellen. Die Manuela ist Raumschafferin. Sie macht sozusagen gern Räume auf für Menschen, in denen sich Menschen entwickeln können, lernen können und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Sei es zum Beispiel natürlich auch in unterschiedlichen Workshops, aber auch zum Beispiel bei der Freiräumekonferenz, einer Konferenz für neue Organisationsformen, die sie organisiert, wo es darum geht, dass unterschiedliche Pioniere Dinge zu neuen Arbeitsformen erzählen und man wirklich in kleinem Rahmen sich austauschen kann, aber doch unter 200 bis 250 Leuten. Genau, ansonsten arbeitet die Manuela bei Murbit und ist Geschäftsführerin, was eine spannende Kombination ist zwischen zum einen der Softwareentwicklung und andererseits der Persönlichkeitsentwicklung, wo es immer wieder schöne Vernetzungsmöglichkeiten gibt und auch Dinge unter gemeinsamen Perspektiven zu lernen. Darf ich die Corinna vorstellen? Die Corinna, meines geht nicht, gell? Da leuchtet ein Lichtchen. Ist jetzt? Ja. Oh. Meine ohnehin laute Stimme wird jetzt, glaube ich, richtig laut. Ich darf euch die Corinna vorstellen. Die Corinna hat diese große Gabe, sich ganz viele unterschiedliche Hüte aufzusetzen. Sie ist auf der einen Seite an der Pädagogischen Hochschule in Graz, hat eine Professur für neue Arbeitsformen. Und auf der anderen Seite überlegen wir uns ganz gerne gemeinsam Dinge, was braucht es, um mit vielen Menschen gemeinsam lernen zu können. Und was die Corinna besonders gut kann in ihrer Rolle als Hochschulprofessorin, ist, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu nutzen, dass sie sie allen weitergeben kann, dass sie von allen gut verstanden werden können. Und das finde ich gerade dann besonders spannend, wir sicher erkennen unsere eigene um die Zeit, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Expertenwissen, was uns in der Arbeit weiterhelfen kann, so aufzubereiten, dass wir es nutzen können. Und das ist Carinne ihr großes Talent, dass sie das gut zusammenbringen kann. Und wir zwei arbeiten sehr oft miteinander und was auch immer schön ist, ist, dass wir dieses Lernen an uns auch sehr groß in den Mittelpunkt setzen, um rauszufinden, was brauchen denn wir, um uns weiterzuentwickeln und so eine offene Feedback-Kultur zu schaffen, um Dinge anzusprechen, die da sind. Jo. Genau. Dann. Und jetzt, um zum Thema Lernen zu kommen, jetzt gerade habe ich mal wieder was Neues über mich gelernt, weil gerade diese Vorstellung, die wir immer wieder machen, wenn wir Vorträge halten, uns gegenseitig vorzustellen, ohne das vorher abzusprechen, da sieht man immer wieder, was sieht der andere denn gerade bei einem selber. Das heißt, hier kann ich mir für mich direkt wieder ein paar Dinge mitnehmen. Steigen wir einfach einmal ein ins Thema. Und da würden wir gern, wir haben gehört, es wird ein wenig interaktiv, beziehungsweise wir würden euch auch gerne zum Mitnehmen und Mitdenken einladen. Erst einmal gern zwei kleine Austauschrunden machen. Und da wird es darum gehen, sucht euch einfach mal die Leute, die neben euch sitzen oder wenn sie weiter weg sitzen, die in der Nähe. Und stellt euch einmal die Frage, wie wird denn in eurer Organisation gelernt? Was sind hier Dinge, die auffallen? Wo passiert Entwicklung? Einfach ein paar Minuten und dann werden wir in das Thema einsteigen. Und gerne den Sitzpartner nehmen, mit dem Sie nicht ohnehin jeden Tag sprechen. Fünf? Kein drei hätte ich gesagt. Drei passt gut. Mhm. Ah, Plätzchen. Thank you.
das müssen wir schon überlegen, wo wir die Feuer dann hinlegen. Wo wir was hinlegen? Die Sessel sind festgemacht, wir müssen uns überlegen, wo wir die Feuer dann hinlegen. Das fragen wir nachher noch kurz ab, oder? Ein, zwei Impulse. Machst du das? Hörst du das Handzeichen noch mal ein? Geht sie das aus? Nein, geht sie nicht aus. Stopp. Mhm. Wo müssen wir die Gläser? Ein bisschen leiser. So. Dürfen wir euch bitten, dass ihr schön langsam zu einem Ende kommt? Kleine Rückmeldungen, die ihr der Gruppe schenken möchtet, was ihr jetzt besprochen habt, was spannende Details waren, wo ihr draufgekommen seid, eure Firmen sind darin richtig gut. Wer hat Lust, etwas mit uns zu teilen? Stopp. Oh, ja. Ja, ich durfte von Frank lernen, dass sein Unternehmen sozusagen nach der Arbeitszeit die Mitarbeiter bieten für Mitarbeiter so kleine Lernsessions an. Also vom Fahrrad reparieren bis hin, was ist Management und ja, bunter Blumenstrauß fand ich sehr schön. Ich komme von hinten. Ja, also ich habe von meiner Gesprächspartnerin Manuela erfahren, dass es in der Organisation ein reichhaltiges Angebot gibt an Lernformaten, allerdings wenig sozusagen oder nicht unbedingt so orchestriert aufeinander abgestimmt. Und was ich ganz spannend fand, war, dass sie sagte, dass dann sowas wie Selbstorganisation unter den Mitgliedern anfängt, also dass die dann anfangen, sich untereinander zu vernetzen. Und dann sind wir so eine kurze Diskussion gestartet, dass dieses Bild von, ich baue einen größeren Lernentwicklungszyklus, ja auch nur eine Annahme ist, dass am Ende alle am gleichen Reifegrad quasi rauskommen, weil ich glaube, dass das jeder für sich entscheidet, was er aus dem Lernformat rauszieht und ist am Ende auch ja nur ein gedankliches Modell. Von daher, ich fand den Gedanken der Selbstorganisation fand ich spannend. Ja. Ja, ich habe von meinem Nachbarn gelernt, dass in seiner Firma jeder Mitarbeiter einen bestimmten Satz freies Budget hat, was er selbst halt für Weiterbildung nutzen kann, was ich persönlich
meinem System deutlich überlegen finde, wo man mit anderen sich um so ein Budget balgt. Sehr cool. Wir haben beide festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die organisiert werden, um in einer Organisation zu lernen, aber dass es eine Herausforderung ist, als Organisation zu lernen. Gut. Danke für eure Rückmeldungen. Ganz kurz zum Mikro. Unsere Runde wäre ja eigentlich groß. Entschuldigung, haben wir wen übersehen? Dann bitte. Ich habe noch einen interessanten Aspekt gerade gehört. Nicht jeder möchte lernen. Das fand ich auch einen spannenden Gedanken. Gut. Also eigentlich wäre unsere Runde ja groß genug, dass wir ohne Mikro sprechen. Da wir aber die Möglichkeit bieten, dass jeder, der von außerhalb zuschauen möchte, das auch tun kann, haben wir jetzt trotz unserer kleinen Runde das Mikro. Ich glaube, es ist für uns alle ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir werden auch lernen, damit umzugehen. Okay, gut. Dann Dankeschön für die Impulse. Ich glaube, da hat man schon gesehen, wie unterschiedlich das praktisch angegangen wird, das Lernen, und wie unterschiedlich der Fokus ist, auf den gewählt wird. Also geht es darum, ein großes Lernkonzept zu bilden. Jeder nimmt sich etwas Eigenes mit. Kann ich selber über mein Angebot entscheiden, was ich nutze, oder haben wir ein Budget und müssen uns sozusagen das ausmachen gemeinsam? Und was hat Selbstorganisation in diesem Kontext zu tun und welche Rolle spielt es? Wo wir auch noch weiter drauf schauen möchten, ist vor allen Dingen auch das, welche Lernform macht denn überhaupt wann Sinn? Weil es oft ganz viele Lernangebote gibt und die oft auch, wie gesagt, sehr unstrukturiert sind, beziehungsweise auch vielleicht gar nicht klar ist, wo kann ich denn was mitnehmen? Und wir möchten eigentlich mit einem Zitat beginnen, und zwar, denn wo Wissen bewahrt wird, wird Lernen verhindert. Lernen stört, zerstört das bestehende Wissen in den gegenwärtigen Strukturen. Das heißt, wenn man etwas lernt, dann heißt das auch immer, ein bisschen etwas aufzugeben, beziehungsweise Routinen loszulassen. Und das bedeutet am Anfang auch oft gerne mal einen Widerstand, weil natürlich ist das, was ich gewohnt bin, auch immer sehr gemütlich und lasse ich vielleicht auch manchmal gar nicht so gern los. Das heißt, auch diese Flexibilität, der Umgang mit Neuem, die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen, das haben wir heute auch schon gehört, will vielleicht auch nicht jeder immer direkt von Anfang an sich dem stellen oder dem wagen. Und das bedeutet im Weiteren, dass praktisch Lernen da entsteht, wo Routinen sich nicht einschleifen, sondern eine Innovation, Routinen verändern. Wobei wir natürlich auch ein bisschen aufpassen müssen, weil zum einen ist es so, dass Routinen natürlich auch Prozesse vereinfachen. Wenn ich weiß, wen ich kontaktiere, um ein Projekt anzustarten oder um mir eine Fortbildung anzusuchen, dann geht das schnell, als wenn ich erst 5 Leute fragen muss, weil es jedes Mal wer neuer ist. Also dementsprechend sind Routinen zum einen etwas, was uns das Ganze einfacher macht und im Endeffekt effizienter, aber zum anderen ist natürlich auch, sind Routinen etwas, was Innovation und neues Denken verhindert. Und da ist auch so ein bisschen immer die Frage, wo macht es Sinn, neue Routinen zu durchbrechen und Neues zu kreieren, und wo macht es Sinn, Alltagsroutinen durchzulassen. Und wenn wir dann ein wenig näher hineinschauen, dann ist es so, dass zum einen natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, zum Teil das Individuum lernt. Das heißt, wir haben Leute, die in den Organisationen wirklich auch Spezialisten und Spezialistinnen sind, wo es auch darum geht, was brauchen die, um ihr Wissen gut einzubringen. Und andererseits gibt es aber auch so eine Form von institutionalisiertem Wissen. Das ist das Wissen, was eigentlich überbleibt, wenn wir jetzt einzelne Personen rausnehmen aus der Institution. Das heißt, das, was schon über Jahre generiert ist, viel auch sehr informelles Wissen, was neue Leute, die hineinkommen, vielleicht noch gar nicht so kennen. Das ist so das, was man vielleicht braucht, wenn man sich Stück für Stück einarbeitet und dann erst nach einem halben, dreiviertel Jahr ein gewisses Wissen, was die Institution besitzt, eigentlich erwirbt und nicht von außen herkommt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wann werden wir denn angeregt zu lernen, welche Faktoren, also die inneren und die äußeren Faktoren, pushen uns dahin, dass wir bereit sind zu lernen. Da ist es zum einen natürlich, dass ein Team in einer Diskussion merkt, okay, unsere Kommunikationskultur ist vielleicht, läuft nicht so rund, die Meetings dauern sehr lang,
dass hier praktisch in der Institution aus dem Team heraus gesagt wird, hier besteht der Bedarf, dass wir etwas an unserer Kommunikation oder unserer Kultur bearbeiten oder wir brauchen ein gewisses Fachwissen, weil wir sonst ein Produkt nicht entwickeln können. Und andererseits gibt es aber äußere Faktoren, die manchmal einwirken. Das heißt, ein Kunde oder eine Kundin sagt, ich hätte gerne dieses Produkt und das soll mit so und so ausschauen. Und es wird festgestellt, okay, dieses von außen kommt, wird etwas gefordert und wir haben aber vielleicht ein gewisses Know-how nicht, um dieses Produkt zu entwickeln. Da brauchen wir, wird von außen sozusagen der Lernbedarf getriggert oder gefordert. Wo kann ich dann jetzt sozusagen ansetzen? Ansetzen kann ich natürlich einerseits, das haben wir schon gehört, auf der individuellen Ebene. Also vielleicht gibt es eine Person, die bestimmtes Wissen erlernen sollte. Ich kann natürlich auch schauen, gibt es ein Team, was gewisse Dinge erlernen könnte? Oder sind gewisse Strukturen einfach nicht effizient genug oder funktionieren nicht so, wie es das benötigt? Und müssen die vielleicht verändert werden oder erlernt werden? Und da haben wir zum Beispiel auch heute schon gehört, dass je nachdem, in welcher Phase ein Produkt ist oder etwas ist, dass es dann vielleicht auch andere Zyklen braucht oder andere Strukturen. Und dass da sozusagen, wenn sich ein Produkt verändert, gewisse Strukturen vielleicht auch gar nicht mehr sinnvoll sind. Mhm. Und da kann man dann auch immer draufschauen, sich die Frage stellen, nicht jetzt einfach, es fehlt was und wir fangen einfach mit was an. Vielleicht kann es jetzt auch gerade für die Agile-Coaches und die Scrum-Master so im Vorfeld einmal so die Frage sein, versuchen wir mal zu beobachten und zu interpretieren und zu schauen, was fehlt denn da eigentlich und auf welcher Ebene sollen wir anfangen. Und ich glaube, gerade auch wenn es Lernen betrifft und wenn man jetzt auch in die schnellen Iterationen reingeht, glaube ich, dass man ganz schnell auch ins Tun hineingeht. Und vielleicht könnte gerade beim Lernen im Vorfeld nochmal hilfreich sein, diesen Step back zu machen und sagen, was ist das, was uns wirklich weiterhilft und tun wir mal unsere Situation uns anschauen. Gut, was dann noch ein wenig hinzukommt, ist, dass wir beim Lernen selber auch immer einen gewissen Prozess durchlaufen. Und ich habe eben am Anfang schon gesagt, Lernen entsteht da, wo bestehst und das Wissen auch einmal gerüttelt wird oder Routinen zerstört werden. Das heißt, irgendwo am Anfang ist ein Ausgangspunkt, wo ich merke, es kommt irgendeine Veränderung, irgendein Bedarf kommt von außen oder von innen, dass etwas getan werden muss. Und wir werden jetzt das Modell durchgehen, einerseits mit der Erklärung und andererseits mit einem persönlichen Beispiel. Mein persönliches Beispiel, meine Stufe 0 ist, dass mein Team beschlossen hat, dass wir anfangen mit Slack zu kommunizieren. Und ich bin ähnlich wie der Jürgen Apelo eindeutig kein Early Adopter. Und wir durchlaufen jetzt anhand von meinem Lernbeispiel das Modell und schauen uns an, wie man das auf die Praxis umlegen kann. Mhm. Das heißt, am Anfang ist sozusagen der Ausgangspunkt, es kommt eine neue Veränderung und dann kommt aber der Punkt, oh nein, ich muss etwas verändern. Da ist eigentlich ein Schock, weil eben dieser gewisse Moment, wo, okay, hier braucht es etwas, weil hier wird etwas von mir erwartet, was vielleicht ich selber gar nicht bringen kann. Was in meinem Fall dann so war, ich habe meine Kollegen sind, ich Teil einer Softwarefirma, ich nicht Softwareentwicklerin, dieses coole und jetzt machen wir was und neiges Tool und ich bin einfach mal nur da gesessen und so in meinem Hirn hat sich ganz viel abgespielt, mal schon wieder und musste sein und aber tatsächlich meine Erstreaktion, meine sichtbare Erstreaktion war einfach nur das. So in diesem Schock verharren und einfach nichts tun und allen voran hoffen, dass es vorbeigeht. Und der zweite Streit ist dann eigentlich erst einmal eine Ablehnung. So, ich brauche das eigentlich nicht. Wofür tun wir das Ganze denn überhaupt? Ganz klar, ich habe E-Mails, ich habe WhatsApp. Warum muss jetzt dann schon wieder wer kommen und mit irgendeinem neuen Tool anfangen? Und E-Mails sind sowieso so viel besser und mit WhatsApp kann ich so viel schneller schreiben und ich weiß sowieso nicht genau, wie ich dann auf meinem Handy und auf meinem Laptop die Dinge synchronisiere, dass ich sie beide da habe. Und ich habe wunderbare Argumente gefunden, warum ich finde, dass alle bestehenden Kommunikationskanäle reichen und wir nicht den auch noch aufmachen müssen. Und nach einiger Zeit, vielleicht auch wenn ein paar andere auf dieses Medium aufspringen oder wenn einfach mal merkt, okay, sich anfängt das mal anzuschauen, vielleicht eine gewisse Neugier entsteht, kommt man zu der Einsicht, vielleicht braucht es auch etwas Neues. So die Situation mit zwei E-Mails, der dritte kriegt es nicht mit
oh, tatsächlich, wenn wir das in Slack machen, dann könnten alle mitlesen und eigentlich war es vielleicht doch nicht so blöd, mehreren diese Möglichkeit zu geben, mitzulesen und zu schauen, was passiert denn da. Und einmal so dieser erste Schritt nach vor, diese Bereitschaft zu erklären, okay, dann schaue ich es mal halt an. Was dann irgendwann auch, wenn man das ein bisschen anfängt auszuprobieren, dazu führt, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es fängt an, man fängt an, es zu akzeptieren. Mhm. Und gut ins Ausprobieren reinkommen, tatsächlich einmal zu schauen, die Suchfunktionen zu nutzen, sie zu überlegen, wie strukturieren wir es denn besser. Also so in dieses Tun reinzukommen, ich kann sagen, immer noch bei der Akzeptanz, immer noch im Kopf mit einem großen Widerwillen, aber Akzeptanz im Sinne von, ich fange an, ich mache mit, weil wenn es für die anderen hilfreich ist, tue ich halt mal mit und bin so in einer gefühlten Akzeptanz, dass die Realität einfach so ist. Tatsächlich, in meiner Wahrnehmung, bin ich noch weit weg davon, das auch als positiv zu empfinden, sondern einfach nur mal anzufangen und reinzugehen. Woraufhin es dann aber bei immer wieder an dem Anfang und immer wieder probieren auch wirklich auch vielleicht ein bisschen das kommt, dass man anfängt, Spaß damit zu haben und man bewusst auszuprobieren. Und dann auch so in diesem Ausprobieren und Erkenntnis auch tatsächlich einmal ernsthaft drüber nachzudenken, was in meinem Fall bin ich draufgekommen, wenn mehr als zwei Leute häufig, also mindestens einmal in der Woche miteinander kommunizieren, ist das total sinnvoll. Wenn mehr als zwei Leute sich alle halbe Jahre einmal zu irgendwas updaten, weil es eine Ausbildungs- oder eine übergeordnete Gruppe ist, möchte ich nicht mitmachen, weil es mir nicht passt. Und tatsächlich so weit zu kommen in diesen Ausprobieren der Erkenntnis, sie zu überlegen, wann ja und wann nein, hat diese ganze Phase des Durchlaufens gebracht, weil ganz am Anfang war das, na, ich will nicht, unabhängig davon, wo es hilfreich ist und wo nicht. Und dann so weit zu kommen, zu sagen, wann macht es denn wirklich Sinn? Das hat so diese doch wochenlange Form der Benutzung gebracht. Genau. Also zu dieser Erkenntnis, die Manuela hat es gerade auch schon gesagt, wo man innerlich zum Abwägen kommt, dafür ist es gut und dafür ist es nicht gut. Und für sich selber Vor- und Nachteile irgendwann auch findet, sozusagen ein Review zieht oder eine Evaluation dazu macht. Und der siebte Schritt ist dann wirklich die Integration, wo man selber anfängt, dieses System zu verteidigen und sagt, na, das ist super, das sollten alle machen. Was in meinem Fall so ist, E-Mail gekommen mit, machen wir das und das, ich schreibe auf Slack zurück, bitte unsere Kommunikationsregeln einhalten, auf Slack kommunizieren, dass alle mitkriegen. Auch mit großer Genugtuung, weil ich ja weiß, dass diese innerliche Ablehnung. Und was ich schon auch sagen kann, und das kann man immer bedenken, wenn man mit Menschen gemeinsam lernt, das ist jetzt nicht so, dass ich für immer und ewig hier bin, weil die Early Adopterin bin ich ja immer noch nicht und es ist nicht mein Lieblingsding, mit Slack umzugehen, dass ich auch immer wieder mal ein bisschen hin und her schwink. Dann kenne ich mich mal nicht aus, wie ich die Suchfunktionen am besten nutze und denke mir, na, vielleicht ist doch ein Blödsinn. Und dieses Hin- und Herschwingen zwischen diese Akzeptanz ist da und die Integration ist da, aber auch plötzlich wieder da zu sein und zu sagen, jetzt ernsthaft, brauchen wir es wirklich? Und das kann man auch so beim Lernen ein Stück weit mitbedenken im Team. Ich finde, es sind zwei Sachen ganz wichtig. Die eine Sache ist, die das Lernen vorbereiten, die haben sich schon damit beschäftigt. Einen Tag, eine Woche, drei Monate, wie lange auch immer die Konzeptphase dauert. Die neu reingeholt werden, sind hier. Und das vergessen wir manchmal, weil wir ja schon in unserer Konzeptphase das ewig lang durchlaufen haben, vergessen wir, warum die anderen noch nicht so weit sind, weil die wissen es ja erst jetzt. Das ist das Erste, was man bedenken sollte. Bin ich am gleichen Punkt dieser Phase wie die anderen? Und das Zweite, was man beim Lernen bedenken kann, ist, dass es immer so ein Hin und Her ist. Würden wir neue Kommunikationsformate im Seminarraum ausprobieren? Bin ich in sehr, 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 sehr schneller Zeit beim SIMA? Wenn wir neue digitale Kommunikationstools ausprobieren, brauche ich wirklich lang, bis ich beim SIMA bin. Und jetzt ist diese Phase, durchlaufe ich mit meinen unterschiedlichen Talenten in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Und das auch mitzubedenken, vor allem wenn man immer so redet, in der Firma gibt es diese Zugpferde und diese Early Adopter und die muss man mit ans Boot holen, sich auch die Frage zu stellen,
wer ist denn eigentlich für was ein Early Adopter und wo kann ich denn davon ausgehen, dass die Leute sich etwas leichter tun, das zu durchlaufen? Und wo kann ich bei der gleichen Person davon ausgehen, dass das ein bisschen schwieriger wird? Und da dann nicht so dieses Mascherl geben, die Person ist so, fertig, sondern sich zu überlegen, wo brauche ich für was? Wie viel Zugang und wie viel Empathie, dass dieser Lernweg auch funktionieren kann. Den Lernen folgt halt auch viel aus Spaß und Freude am Ausprobieren und das, wo ich natürlich viel Kompetenzen drin habe oder das, wo ich zugänglicher bin, da werde ich auch leichter zum Zugpferd. Genau, dann möchten wir noch eine zweite Sache mal anstoßen und zwar nämlich die Frage, welche Kompetenzen sollen denn gelernt werden? Was wir oft bemerken, ist, dass ganz viel dann es läuft irgendetwas schief, das heißt, wir möchten irgendetwas lernen oder wir haben das Gefühl, da ist Bedarf, etwas zu lernen und das Erste, was wir machen wir einen Workshop dazu oder fahren wir auf eine Konferenz dazu. Und die Frage ist, welche Kompetenz ist denn das, das gelernt werden muss und was ist ein Workshop oder eine Konferenz vielleicht das richtige Tool, um das zu lernen? Und das Kompetenzmodell lässt sich in 4 Kompetenzen einteilen. Die soziale Kompetenz, die Selbstkompetenz, die Fachkompetenz und die Methodenkompetenz. Und jetzt im ersten Schritt möchten wir ganz kurz ein paar Worte zu jeder Kompetenz sagen. Und im zweiten Schritt haben wir dann ein Beispiel, an dem wir rausarbeiten, am Problem, an wie vielen unterschiedlichen Kompetenzen das scheitern könnte und wie man dann ins Lernen gehen kann. Dann starten wir mit der Fachkompetenz. Beim Fachkompetenz, ich glaube, das ist das uns alle am nächsten, unser Wissen, das wir mitbringen. Für gewöhnlich arbeiten wir unglaublich lange an der Fachkompetenz. Wenn ich an Softwareentwickler denke, die haben das meistens schon mit 12 richtig gern getan. Sind dann irgendwann im Gymnasium, wo sie es lernen, sind auf der Uni, lernen ganz viel im Team, weil ihnen die Arbeit so viel Spaß macht. Und die haben ganz viel Zeit und verwenden auch viel Zeit darauf, ihre Fachkompetenz weiterzuentwickeln. Und all diese branchenspezifischen Organisationskompetenzen, die Erfahrung aus der Arbeit, die ich mitnehme, kann ich allgemein in die Fachkompetenz zusammenschließen und mitnehmen. Dann haben wir die soziale Kompetenz. Soziale Kompetenz ist einfach zusammengefasst der Umgang von mir mit einer anderen Person oder mehreren Personen. Also wie gehe ich mit der anderen Person um und was braucht es, dass ich da gut umgehen kann? Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Empathie, emotionale Intelligenz, vielleicht ein bisschen Genderkompetenz, zu überlegen, wo gehe ich mit wem um, dass ich mit meinem Gegenüber gut in Interaktion tritt. Das nächste wäre die Methodenkompetenz. Also habe ich das Wissen, die Methoden, um zum Beispiel ein Team gut zu Entscheidungen zu führen? Oder habe ich auch gewisse strategische Kompetenzen, also sozusagen die Tools, um gewisse Räume zu schaffen, dass auch Dinge entwickelt werden können? Moderationskompetenzen, Zeitmanagementkompetenzen, genau, Kompetenzen zum Problemlösen. Und wenn wir uns agile Formate wie Scrum anschauen, können wir sagen, Scrum ist richtig, richtig gut in dieser Methodenkompetenz, weil es ein ganz klare Tools und ganz klare Werkzeuge gibt, wann nutzen wir was. Die sagen jetzt recht wenig über soziale Kompetenz, wie interagieren wir, und die sagen ganz viel, was unsere Prozesse sind zu interagieren. Das heißt, wenn wir jetzt uns Scrum anschauen, ist auf was wir uns verlassen können, ist, da gibt es ganz viel für Methodenkompetenz und da können wir sagen, da ist das Tool richtig gut drin. Und dann könnten wir uns auch umgekehrt dann die Frage stellen, wenn wir was entwickeln wollen, braucht es dann noch eine weitere Methode oder braucht es dann noch was anderes, weil das Framework schon so viele Methoden mitbringt. Genau. Und die vierte Kompetenz wäre die Selbstkompetenz. Das ist eigentlich eine, an der wir eigentlich uns ständig selbst weiterentwickeln. Also die Fähigkeit, sich selbst zu kennen, selbst zu reflektieren, das benötigt auch viel Selbstreflexion. Hier Wissen über eigene Stärken und Schwächen, auch dieses, wie viel Verantwortung kann ich tragen, wie viel möchte ich tragen, wie gut kann ich mich selber
durchsetzen, also diese gewisse Persönlichkeit, die jede Person mitbringt. Und auch an der kann man arbeiten und ist bedarf aber vor allen Dingen hier ganz viel Zeit und auch ganz viel Nachdenkprozesse und Reflexionsprozesse. Und wenn wir jetzt dieses Kompetenzmodell an einem Problem festmachen, wer kennt das im Meeting, das nicht so rund läuft und es nicht so ergiebig ist, wie es sein könnte? Gibt es wen, der sagt, ja, schon mal erlebt? Und da gibt es dann ganz oft so diese Standardlösung, wenn unsere Meeting nicht passen, schicken wir die Person, die für die Moderation zuständig ist, sofern es die gibt, auf ein Seminar und dort lernt sie Meetings moderieren. Das funktioniert wunderbar, wenn das Problem die Methodenkompetenz ist. Wenn es daran scheitert, dass wir kein gescheites Timeboxing haben, dass wir keine gescheite Agenda haben, dass der Moderator nicht weiß, wie er sich den Moderatorhut aufsetzen soll, dann ist die Lösung super. Nur, was ist, wenn das Problem ist, das interaktives Team, da ist die Softwareentwicklerin und der Marketingmitarbeiter und das Problem ist eigentlich nur das, dass die sich wechselseitig nicht so gut verstehen, weil die ein komplett anderes Wording haben. Jetzt ist zwar, das Scrum Master hat seine Methodenkompetenzen erweitert, lernt vielleicht auch durch die Methodenkompetenzen was zu erkennen, aber das Problem im Meeting war, interaktives Team, eigentlich wird es reichen, wenn die zwei sich mal hinsetzen und sagen, jetzt klären wir mal Softwareentwicklungszugänge, Fachvokabeln, wichtige Dinge, jetzt klären wir mal Marketingzugänge, Fachvokabular, wichtige Dinge. Und der Ansatz wäre jetzt viel besser dargetan, dass ich die zwei Leute zusammensetze und mit den zwei Leuten sage, tauschen wir uns über unsere fachlichen Inhalte aus. Weil hier die gegenseitigen Perspektiven fehlen und ich somit mich nicht mehr gegenseitig verstehe, weil ich aneinander vorbeirede. Mhm. Weil die Sache, was ist die Qualität eines Produktes oder der Wert eines Produktes, vielleicht etwas ganz anderes im einen oder anderen Jargon bedeuten. Das andere Problem könnte sein, die soziale Kompetenz. Die Softwareentwicklerin, die da drinnen sitzt, wird wahnsinnig gerne ein Problem ansprechen. Aber sie tut sich voll schwer damit, die Überlegung, was brauche ich denn und wie spreche ich es an und wie formuliere ich es gescheit. Und so diese Überlegung, was brauche ich denn als Teammitglied in diesem Meeting, dass ich mich gut einbringen kann. Und da könnte es dann hilfreich sein, dass die Weiterbildungsform und die Lernform, die wir nehmen, jetzt rausarbeiten, was braucht einzelne oder alle Mitglieder da drinnen, um besser in Interaktion treten zu können. Und das letzte Problem könnte sein, dass, sagen wir, der Marketingmitarbeiter da drin in seiner Selbstkompetenz, also was brauche ich, damit ich da drinnen ein gutes Standing habe und eigentlich, was weiß ich, stelle ich mich als Marketingmitarbeiter immer ein bisschen unter die Softwareentwickler, weil die machen ja die cooleren Sachen und ich bin ja nur der und dann traue ich mich nicht so richtig oder was auch immer mein Problem ist. Und eigentlich liegt es an dem, wie ich da drinnen stehe und mein eigenes Standing und mein eigener Selbstwert und meine Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und in dem Fall wird man wieder ganz eine andere Entwicklung brauchen, weil schön, dass wir Methoden haben, gutes Timeboxing, schön, dass wir unser Fachvokabular geklärt haben, schön, dass wir herausgefunden haben, wie wir miteinander reden. Du brauchst die Stärkung von einer individuellen Person. Und das wäre auch so dieses Beispiel, wo wir auch vorher gesagt haben, da könnte man ein Stück weit draufschauen, weil Standardlösung ist Methodenworkshop für den Scrum Master. Und die Frage, die ich mir stellen kann, ist, löst das Problem, das ich habe? Und dann ist auch wieder Jürgen Apelo schon gesagt, dann muss ich mit Leuten reden, auch was er auch wunderbar gesagt hat, es reicht nicht nur zuzuhören, ich muss auch ein Stückchen dahinter gehen, weil der Marketingmitarbeiter wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nicht in dem Meeting sagen, boah, ich tue mir gerade ein bisschen schwer mit meiner Selbstwirksamkeit und ich tat voll gern, aber ich traue mich nicht, wird eher nicht kommen. Also was brauche ich denn auch, dass ich es raushören kann? Und sich das ein Stück weit anzuschauen, kann hilfreich sein, damit ich nicht das Feuer mit dem falschen Material lösche. Könnte ich mir anschauen, ist er Ölbrand oder ist ein die anderen Dinge, die brennen. Ölbrand. Danke.
Gut, und jetzt würden wir euch wieder ein wenig bitten, einmal auf euch und eure Organisationen zu schauen. Und zwar mit der Frage, welche Kompetenzen könnten denn in eurer Organisation mehr Aufmerksamkeit bekommen? Es gibt wahrscheinlich manche Dinge, die sehr häufig gefördert werden. Und was sind aber Kompetenzen, die vielleicht eher nicht so häufig angeschaut werden oder gefördert werden? Und dazu würden wir euch nachher bitten, einmal kurz aufzustehen. Und wir haben da vier Punkte. Das eine ist, die sagen, ja, eigentlich könnte bei mir die soziale Kompetenz mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die würden sich dann hier herstellen. Die sagen, naja, Fachkompetenz ist bei uns eigentlich nicht so häufig gefördert, beziehungsweise würde es vielleicht ein bisschen mehr benötigen. Die können sich dort hinten beim Eingang hinstellen. Die sagen, die Selbstkompetenz bräuchte es auf jeden Fall mehr bei uns, könnten hierher kommen. Und die Methodenkompetenz wäre dort drüben. Gut, und es ist eh klar, dass es immer ein Zusammenspiel von allem ist. Da einfach so, wo zieht es euch jetzt am stärksten hin, wo hättet ihr selber auch den Wunsch, dass was passieren wird? Einfach aufstehen und zum jeweiligen Pünktchen hingehen. Ich würde nicht sagen, nein. Passt. So. Und innerhalb der Grüppchen, die sich gebildet haben, würde man vorschlagen, dass ihr so ein, zwei Gesprächspartner sucht und euch mit denen drüber unterhaltet, so was täten wir denn, wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken würden. Hättest du schon Ideen, was euch entweder fehlt oder was eine Möglichkeit wäre, es reinzuholen, von der einen oder anderen Ecke anschauen. Passt. Was genau, entweder was euch fehlt oder was gern hättet. Genau. Und gerne so in einer Vierer Gruppe, dass man auch gut zu Wort kommen kann, dass man sich so ein bisschen zusammentut in Gruppen. Den Zettel austeilen und dann sagen, anstatt dass wir jetzt in der Runde teilen, nimmt jeder für sich den Punkt mit und schreibt ihn sich auf, den er gerne mitnehmen möchte. Fertig ist, haben wir nur mehr 15 Minuten. Was heißt denn das für uns? Ich würde lieber das mit der Matrix da auslassen. Diskutieren würde ich es auch nicht. Das lassen wir weg, die Diskussion, weil ich würde wahnsinnig gern, dass wir es nämlich aus dem Vortrag mit. Und da auch gerne, wenn sich keine Diskussion ausgeht, nur 2 Minuten still darüber nachdenken. Oder jetzt auf jeden Fall das, was Sie sich selber mitnehmen, einfach kurz hinsetzen und sagen. Wenn man wieder super. Danke. Danke. Okay. Läuft doch gut. Ja, schön. Hat alles cool. Super. Haben wir gesehen.
Hat er mich gesehen? Jetzt schaut er nicht. Ja. Gut. Super. Dürfen wir euch bitten, wieder zu einem Ende zu kommen? Und wieder hinzusetzen. Eigentlich können wir es durchgeben. Ja. So. Super. Gut. Was man dort jetzt auch sehr schön gesehen hat, war, dass die größte Gruppe eigentlich bei der sozialen Kompetenz stand. Ein paar Leute, zwei Leute waren, glaube ich, bei der Fachkompetenz, drei bei der Methodenkompetenz und auch ein paar bei der Selbstkompetenz. Und das, was da sehr gut sichtbar ist, dass oft eigentlich die Methoden und die Fachkompetenz gefördert ist, weil sonst wäre es ja dort notwendig gewesen, mehr zu fördern, aber die soziale Kompetenz oft da ist es, was am häufigsten gebraucht wird. Und da hilft aber oft kein Workshop oder kein Vortrag, sondern da helfen vielleicht auch andere Dinge besser. Zur Zusammenfassung haben wir für euch einen kleinen Zettel vorbereitet. Da kann auch jeder dann noch einmal kurz notieren, was für euch wichtig ist, jetzt auch im Speziellen auf dieses Kompetenzmodell und was wir als nächstes durchgehen, haben wir dann auch noch auf der Rückseite zusammengefasst. Gut. Ja, passt. Sehr schön. Gut, sind die zu viel? Danke sehr. So, und jetzt so als dritten Schritt würden wir gern noch auf unterschiedliche Lernformate eingehen. Und da haben wir für euch zusammengefasst, welche Formate es gibt. Und auch einmal so ein Stück weit in Überschriften zusammengefasst. Zum einen haben wir klassische Begleitsysteme. Das heißt zum Beispiel Buddygruppen. Wenn jemand neu in die Firma kommt, kann man sagen, okay, hier ist dein Buddy, du kannst die Person fragen, kannst dich mit der austauschen, regelmäßig treffen. Oder auch überorganisationale Buddygruppen, wo man sozusagen sich auch gegenseitig erzählt, wie macht eure Firma das, wie macht unsere Firma das. Und so als wesentliche Unterscheidung bei den Begleitsystemen könnte man sagen, gibt es entweder ein System, wo sich die Leute in Form von Kollegengruppen und Buddygruppen auf einer fachlichen Augenhöhe treffen, indem das alle den gleichen Wissensstand haben und sich auf diesem gleichen Wissensstand austreffen, oder wie es in einem Mentoring-Programm ist, wo ich dezidiert, sagen wir mal, Forscher, der schon sehr lange im Forschungsgeschäft ist und Jungforscherin zusammentue, damit ich dann von den Kompetenzen und Erfahrungen lernen kann. Bitte. Ich würde sagen, ja, und vor allem, also in meiner Wahrnehmung deutlich mehr in eine Form von Kollegengruppen, weil die Frage war, ob Working Out Loud auch in diese Kategorie fällt. Und ich habe jetzt nicht explizit darüber nachgedacht, aber ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung, vor allem in dieser auf Augenhöhe, wir treffen uns und jeder bringt seinen Teil ins System rein. Könnte man nur ergänzen, danke. Genau. Eine kurze Frage vorher noch. Einfach mal kurz aufzeigen, wer hat denn solche Systeme in der Organisation? 1, 2, 3, 5. Die Hälfte. Okay. Ungefähr. Ja? Eine Frage hätte ich generell dazu. Diese Systeme greifen ja erst dann, wenn Leute auch hingehen oder mitmachen. Ich sehe halt ein großes Problem darin, in Organisationen, die eigentlich keinen Hebel haben, organisatorisch Leute zum Lernen zu motivieren, weil diese disruptiven Elemente da sind. Ich bin jetzt Spezialist und irgendwas verliere ich dadurch, wenn ich jetzt mir neue Sachen beibringe. Vielleicht können Sie am Schluss noch mal kurz darauf eingehen, wie motiviere ich denn Leute, dass die auch wirklich dahin gehen und lernen. Ja, ich habe ja erst dann eine Gruppe, wenn ich auch Leute habe, die in der Gruppe sind. Das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, das wäre hilfreich. Ja, das nehmen wir uns noch mit. Kommen wir nachher? Ja. Gut. Okay, nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Kommen wir nachher noch ganz drauf.
Das zweite sind dann so das Thema Großgruppenmoderation, World Cafés, Open Spaces. Hier ist so die Frage, wie stark wird das einerseits moderiert? Und das ist vor allen Dingen etwas, was natürlich auch für wirklich große Gruppen möglich ist, wo man sagt, man könnte auch mit der ganzen Organisation hier eine Kulturentwicklung oder so etwas anstoßen, wo halt die Begleitsysteme nur im Kleinen wirken können. Mhm. Und da auch die Frage, wie schaffe ich denn auch ein System, wo ich ganz vielen Menschen auf einmal die Möglichkeit biete, im Austausch zu treten und da ganz wichtig, im Unterschied zur Ansprache des Geschäftsführers bei der Weihnachtsfeier, alle sind da, einer redet, die anderen hören zu, das auch tatsächlich aufzumachen und die anderen explizit einzuladen, in diesen Formaten in Diskussion zu kommen. Und da glaube ich auch ganz wichtig, die dann auch wieder klein zu formieren, weil 50 Leute gleichzeitig können unglaublich schwer miteinander reden. Und es braucht die Frage, was ist eine gute Gruppengröße und dann da in dem Großen auch wieder auf die kleinen Gruppen runterzubrechen. Wer von euch nutzt in der Organisation World Café Open Space? Sehr cool. Sind doch auch einige. Gut. Dann inhaltliche Weiterbildungen. Konferenzen, Workshops, Vorträge, Kurzinputs oder halt auch Micro-Sessions, also Mini-Sessions, wo kleine inhaltliche Inputs vorkommen. Hier ist vor allem der Punkt, dass es eindeutig Wissensvermittlung ist. Mhm. Das heißt, hier ist es weniger, geht es weniger um das Thema soziale Kompetenz oder Selbstkompetenz, sondern ganz stark steht hier auch die Fachkompetenz im Fokus. Und auch wenn ich jetzt an Workshop denkst, die Konfliktvermittlungselemente, Kommunikationselemente drinnen haben, kann ich mir innerhalb von dem Workshop die Frage stellen, wie sehr gebe ich auch ein Stück weit die Methode weiter, also die Methode gewaltfreie Kommunikation, wie machen wir Schritt 1 bis Schritt 4 und inwieweit überlege ich mir auch, wie ich die soziale Kompetenz aufmachen kann, dass ich auch wirklich ins aktive Tun und Ausprobieren komme, um das dann auch tatsächlich zu üben. Und Workshop hätten auf alle Fälle die Gelegenheit, an der sozialen Kompetenz zu arbeiten, allerdings tatsächlich nur dann, wie wir es eh auch kennen von Working Out Loud oder von allen anderen agilen Formaten, die wir haben, wenn wir Menschen wirklich die Möglichkeit geben, mitzumachen. Also das, was wir jetzt gerade tun, ist wunderbar, um zu erfahren, was es gibt und hilft genau Nüsse, um es tatsächlich für sich selber zu lernen. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, um was geht es mir denn? Und wenn wir Wissen vermitteln wollen, ist das eine super Geschichte. Wenn wir soziale Kompetenz entwickeln wollen, ist schön, dass wir darüber was erzählen, wird nicht helfen und nicht ankommen. Und die Überlegung kann ich ja treffen. Also, bei Vorträgen und Workshops noch mal ganz kurz die Frage, wer besucht sowas in seiner Organisation? Wahrscheinlich sind hier alle dabei. Ja, man merkt das häufigste Format, aber die Frage ist es immer das Sinnvollste? Dann das nächste, moderierte Prozesse, Einzelcoaching, Supervision, kollegiale Fallberatung und Mediation. Hier ist vor allen Dingen das Thema, dass hier die Personen, die daran beteiligt sind, oft den Inhalt einbringen. Hier geht es nicht darum, dass jemand vorne steht und vor allen Dingen Wissen erklärt, sondern dass die Leute, die daran beteiligt sind, die Fachpersonen sind und hier sozusagen der Inhalt aus der Gruppe, aus dem Team kommt. Und ich finde, in agilen Prozessen ist es besonders hilfreich, auch auf dieses Moderationsformat nicht zu vergessen, weil wenn ich mir ein Format wenn ich mir eine kollegiale Fallberatung anschaue, ist es unglaublich schwierig, gleichzeitig den Hut aufzuhaben mit ich gebe inhaltlichen Input und den Hut der Moderation aufzuhaben. Und ich finde, für Scrum Master ist es besonders wichtig, sich zu überlegen, wollen wir gemeinsam als Team was entwickeln und möchte ihm meinen Moderationshut mal ein bisschen abgeben und suche mal wen anderen aus der Organisation oder von außen, der dabei hilft, weil ich in dem Fall ganz stark Teil von der Entwicklungsmaßnahme, von dem Konflikt, von was anderem bin und auch nicht in dieser ständigen Überforderung zu sein, besonders wenn es was mit mir zu tun hat, in dieser Moderation und inhaltlichen Variante gleichzeitig zu sein und sie da einmal Kollegen dazu zu holen, um diese Moderationsrolle abzugeben und umso schwieriger und umso größer und umso komplexer das Ding ist, umso mehr Moderation braucht es, da auch darauf zu denken, was kann ich denn da tun und die auch sehr, sehr aktiv abzugeben, damit ich mehr Teil vom Inhalt sein kann.
Und der letzte Teil sozusagen Kurzinformationen unter Begleitung. Das sind Dinge, die praktisch auch parallel die ganze Zeit, Lernplakate, die irgendwo hängen. Die Informationen der Woche sozusagen auf Bildschirmen, die immer wieder präsentiert werden, auf Infoscreens, Newsletter oder Online-Lernsysteme, wo dann ständig irgendwelchen Übungen ausgesetzt ist. Der Vorteil hier ist natürlich einerseits, man bleibt konstant dran. Das Problem ist, wieder das Thema, wie viel Motivation haben die Leute da dabei, auch wirklich sich Zeit dafür zu nehmen, weil man meistens schon so weit in der Überforderung ist, dass die Zeit dafür nur sehr knapp gesät ist und man dann das Ganze eher abarbeitet, als sich wirklich damit beschäftigt. Und ja, hier gab es... Wo würdet ihr so Systeme wie beispielsweise eine Learning Journey verorten? Also so, dass man sagt, man schafft im Prinzip Lernimpulse. Ist ja jetzt weniger eine konkret fachliche Weiterbildung, es ist auch nicht unbedingt eine Prozessbegleitung, sondern ist tatsächlich so ein Lernimpuls, ne, in unterschiedlicher Form. Wo würdet ihr das verorten? Learning Journey im Sinne von kurzen Inputs oder im Sinne von, ich stelle meinen Weg zusammen und gehe meine drei Schritte. Der Begriff muss erklärt werden. Also was in vielen Unternehmen mittlerweile gemacht wird, ist, dass man in Form von Tagesreisen zum Beispiel verschiedene Unternehmen anschaut und dann für einen moderierten Austausch sorgt. Ja. Also das findet relativ viel statt, jetzt oder nicht viel, aber es wird immer mehr. Mhm. Und das wüsste ich jetzt nicht so ganz genau zu verorten. Ja, wo das genau. Meiner Wahrnehmung nach wird es eindeutig in die Methodenkompetenz fallen. Also Methodenkompetenz / Organisationsentwicklung, wenn man es ein bisschen unsauber in einem Topf haut. Ja, genau. Weil es geht ja auch darum, wie tun denn die, was machen denn die, welche Methoden wählen die, um dann diese Methoden, die dann auch helfen könnten, soziale Kompetenz zu entwickeln, aber da schauen wir mehr an, welche Methode haben sie gewählt, was zu tun. Und da wäre Metaebene, Organisationsentwicklung, Methodenkompetenzentwicklung. Okay, also eher im Sinne von einer Weiterbildung. Ja. Genau. Dadurch, dass es auch so zeitlich begrenzt ist, eine Weiterbildung. Er möchte auch noch. Ist nur ein kurzer Input, aber ich denke auch, dass der Bereich der Fachkompetenz auch übergreifend diskutiert wird und nicht allein nur die Methodenkompetenz bei solchen. Stimmt, danke, ja, auf alle Fälle. Ja. Gut. Genau. Und wie ihr schon gesehen habt, auf der anderen Seite von dem Zettel, den wir ausgeteilt haben, haben wir einmal probiert, diese ganzen Methoden einerseits ein wenig aufzuschlüsseln, im Sinne, was ist hier vor allen Dingen an Fachkompetenz und Methodenkompetenz, beziehungsweise Selbstkompetenz und soziale Kompetenz, wie sehr kann das hier unterstützt werden. Natürlich muss man sehen, das ist auch immer ein bisschen, wie man nochmal das Format aufzieht, aber in die Richtung wird es unserer Meinung nach häufigst verwendet. Und auch aber ein wenig, wie viele Personen sind hier beteiligt, ist das Ganze moderiert und wie interaktiv ist das Ganze gestaltet. Und ich glaube, auch wenn man diese Frage von vorhin aufmacht, was braucht es denn, damit die Leute auch wirklich mitmachen können und wirklich dabei sein können, ich glaube, meiner Wahrnehmung nach ist es auch so ein bisschen diese Frage, wie ehrlich und wie intensiv möchte die Organisation daran arbeiten, dass es passieren kann. Und wenn ich dann an so Formate wie jetzt beispielsweise ein Mitarbeitergespräch denke, wo einerseits Gespräch und auf der anderen Seite dann auch noch die Zielvereinbarung gleichzeitig ist, dann ist das ein bisschen schwierig, weil die zwei Dinge nicht zusammenpassen. Und wenn ich jetzt eine Kollegengruppe installiere und es gibt gleichzeitig wichtiger Reporting an die Geschäftsführung oder es müssen unbedingt drei innovative Dinge rauskommen oder sonst irgendwas, dass ich mir noch einmal genauer drauf schaue, was wollen wir denn tatsächlich machen? Und dann auch noch einmal kurz schließe mit der Idee, die wir haben, die wir machen wollen, sehen auch die Mitarbeiter die Überlegung dahinter, dass das zu ihnen passt und zu dieser Art zu lernen passt. Und ich glaube, dass man die Mitarbeiter auch so ein Stück weit mehr mit abholen sollte. Und die Frage ist, was wollt ihr entwickeln? Wo hättet ihr gern den Fokus, was wir entwickeln sollen? Und wie probieren wir es denn aus, welche Methode zu uns passt? Und dann, glaube ich, funktioniert es, also wenn ich die Mitarbeiter mehr mit abhole und auch noch klarer wird, warum wählen wir dieses Format, dann, glaube ich, funktioniert es besser mit dem Mitmachen. Und wenn es tatsächlich eine ehrliche Form der Entwicklung ist und dieser Entwicklung ja wirklich Platz und Raum gegeben wird. Und manchmal habe ich so von außen das Gefühl, dass sich dieses ehrliche Bedürfnis der Weiterentwicklung ein Stück weit
vermisse in der Überlegung, warum wir unsere Formate angehen. Mhm. Also so weit meine Wahrnehmung von außen. Gut. Nachdem wir noch 5 Minuten ja. haben. Ah, das ist das Ampelsystem. Genau, also grün ist eher sehr stark dabei, rot ist eher gar nicht, orange ist ein wenig. In der nächsten Iteration machen wir eine Zeichenerklärung. Ich habe auch noch eine Frage zu der Spalte beteiligte Personen. Beim Einzelcoaching, da steht eine 1. Heißt das, ich habe keinen Coach und kein Coachee oder wie ist das zu verstehen? Wir haben die Moderierung haben wir nochmal extra gemacht und wir haben quasi den Moderator oder in dem Fall den Coach nicht dazu gerechnet. Okay, dann direkte Folgefrage. Ja. Beim Mentoring, das sind dann immer 2+ oder maximal 2. Tatsächlich, also von der Überlegung her moderiert, nicht moderiert, wäre so der Coach als die als der, das kennt man noch, ich glaube, das sollte man noch sauberer ausformulieren. Coach so als diese Überlegung mit die Person, die nicht Teil vom Prozess ist. Und der den Prozess moderiert, begleitet. Und beim Mentor sind ja beide Teil vom Prozess. Also beide aus dem Unternehmen arbeiten dem Unternehmen zu. Und das war unsere Überlegung dahinter. Aber wir könnten noch schauen, okay, dass wir die Ausarbeitung noch sauber reinkriegen. Dann habe ich es verstanden. Danke. Gut. Okay. Gut. Ich glaube, dann möchten wir zum Abschluss noch ganz kurz auf ein System eingehen, dass wir uns noch überlegt haben, um allen voran das Lernen von sozialen Kompetenz in agilen Teams und allen voran in Scrum-Teams zu entwickeln. Was wir uns überlegt haben, für gewöhnlich ist es so, wenn man Feedback-Kultur entwickeln möchte, werden einmal die ganze Firma oder zumindest das Scrum-Team auf einen eintägigen Feedback-Workshop geschickt. Lernen da viel ist meistens auch eine coole Sache. Gibt auch noch ein Follow-up, weil Lernsystem, was mehrere Schleifen hat und hinterher kommt das Team drauf, schwierige Dinge ansprechen ist immer noch schwierig. Und das schön, dass wir dort waren beim Workshop, bisschen Feedback geben kennen wir schon, aber an unterschiedlichen Stellen scheitern wir noch. Und wir haben uns ein System versucht, mal herauszuarbeiten, was würde es denn brauchen, um die Softwareentwickler und das Developer-Team mehr ins Lernen zu bringen und wie können wir den Scrum Master in seiner Profession stärken, das Team zu entwickeln. Mhm. Und dann wo wir auch ein bisschen auf das Thema Motivation wieder eingehen können, wo gesagt wird, okay, was braucht es für die Motivation? Das Problem bei der Motivation ist oft der Zeitdruck beziehungsweise der eigentliche Overload, wie viel bin ich bereit, dort zu investieren? Und da ist oft auch dieses, inwiefern gibt es vielleicht kleine verarbeitbare Häppchen, also wenn ich eh schon sage, ich war schon auf so vielen Konferenzen, das ist ja eigentlich zu viel Zeit, inwiefern kann ich denn Leute vielleicht auch damit locken, dass ich sage, es ist so klein und es ist immer wieder ein bisschen und damit praktisch die Motivation eher stärken, indem es leicht integrierbar ist in den Alltag. Mhm. Und da so in 30 Sekunden so System, was wir uns überlegt haben, Scrum Master und Team überlegen sich, was haben wir denn für Needs, was würde man denn gerne entwickeln. Beispiel könnte sein, Feedback-Kultur zu machen. Dann so in die Überlegung reinzugehen, wir unterstützen den Scrum Master dabei, Dinge zu lernen und zu erarbeiten, wie schaut denn so eine Learning Journey aus, wie können wir die denn machen und die in ganz kleine Häppchen runterzubrechen, so dass es ein Thema, sagen wir mal Ich-Botschaften, wir arbeiten, wie bringe ich das Thema, wie mache ich 5, 6, 7 verschiedene Übungen, die maximal 10 Minuten dauern, die wir direkt im Sprint machen. Wie machen wir eine Retro, damit wir im nächsten Sprint vielleicht das Thema Beobachtung versus Interpretation angehen und das wieder mit Übungen hinterlegen. Und da auch die Überlegung, was braucht es, dass das Scrum Master noch mehr unterstützt werden kann. Das ist so eine Geschichte, die wir uns überlegt haben, wie man soziale Kompetenzen ins Team reinbringt. Und jetzt müssen wir aufhören. Wer vielleicht einfach dazu noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann erstens nachher auch nochmal zu uns kommen, beziehungsweise haben wir hier auch kurze Überblicks- und Informationsfolder, die werden wir einfach vorne kurz hinlegen, wer die mitnehmen möchte. Wer die Präsentation auch haben möchte, es gibt in diesem Ganzen eine App und wir werden am Montag diese ganze Präsentation noch in diese App hineinstellen, sodass sie runtergeladen werden kann, beziehungsweise ansonsten können wir sie auch ausschicken, wenn der Wunsch besteht. Wer mit Apps nicht kann, schreibt uns eine Mail, kriegt das PDF.
Gut. Ah, und über Slack, natürlich. Jeder kann mir über Slack anschreiben. Supi, das habe ich gar nicht gewusst. Kann man mit Leuten reden, die außerhalb vom System sind? Das geht nicht, gell? Bin schon wieder bei Null. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Es hat uns eine Freude gemacht, hier mit euch über Lernen reden zu dürfen. Ja. Wir bedanken uns auch ganz herzlich dafür, dass ihr heute da seid. Wir haben auch noch was für euch. Eine Kleinigkeit als Dankeschön. Einmal für dich. So. Und einmal für dich. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ich hoffe, hier sind auch alle zufrieden soweit. Ja, gibt es noch Fragen, die wir ganz kurz klären können? Ja, eine Sache haben wir noch. Na gut. Eine Kleinigkeit noch so zum Abschluss und dann. Ich hätte noch eine Frage zu diesem Phasenmodell. Da war ja auf der Y-Achse war die Dimension der eigenen Veränderungskompetenz oder so. Mhm. Was ich nicht kapiert habe, das war, warum zum Beispiel der Schock oder die Ablehnung auf dieser Achse weniger hoch sind als der Punkt, wo dann die Akzeptanz beginnt. Von der Kollegin, von der wir das Modell übernommen haben, haben wir auch die Kurve mit übernommen. Ich persönlich gehe nicht immer d'accord mit der Kurve, warum die so weit oben und unten ist. Das heißt, auch von der Claudia Kostak, ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum sie es so gemacht hat und ich kann an manchen Stellen nicht ganz mit. Also ich würde, die Frage ist voll gut und voll legitim und warum sie genau das gemacht hat oder wie viel Relevanz die Kurve hat, ist mir auch etwas unklar.